Ich stehe hier vor unserem Karthago C-Tourer T148 und dieser und auch noch andere Varianten sind ausgestattet mit einem Kombibad. Das heißt also, die Toilette, das Handwaschbecken und die Dusche sind alle in einem Raum. Und wir haben Probleme mit den Türen unter dem Waschbecken, denn die quellen an der Unterkante auf. Wie ich dieses Problem lösen will, zeige ich in diesem Video. Herzlich willkommen bei den WOMO Nordlichtern. Gehen wir also das Thema an. Das Fahrzeug ist jetzt 5 Jahre alt, aber schon nach 2 Jahren hatten wir das erste Mal dieses Problem mit den Türen. Daraufhin habe ich 2 neue Türen bekommen, auf Garantie noch. Die habe ich noch ein klein wenig versucht zu verbessern und sie dann eingebaut. Aber das Problem tritt wieder auf. Gehen wir aber erstmal rein und sehen uns das drin im Fahrzeug an. So, das ist also das Kombibad mit der Dusche, mit dem Handwaschbecken und mit der Toilette. Das Problem sind diese Türen hier unter dem Handwaschbecken. Beim Waschen bleibt es ja nicht aus, dass hier an diesen Türen auch mal ein paar Tropfen Wasser an den Türen runterlaufen, die dann unten an der Kante hängen bleiben. Das nächste Problem ist beim Duschen selbst, wenn die Tür offen ist und das Wasser vom Duschen spritzt hier unten auf die Kante, da kann es hier unten drunter durch auch wieder bis hin zu diesen Türen spritzen oder ganz einfach die Feuchtigkeit, der Wasserdampf, der dorthin gelangen kann. Die Folge ist hier bei uns, dass dann diese unteren Kanten, ganz besonders hier rechts in der Ecke, anfangen aufzuquellen. Hier bei diesen, ich sag mal, neuen Türen ist das nicht so deutlich zu sehen, aber ich zeige euch jetzt mal, wie das drüben aussieht bei den Türen, die ich nach 2 Jahren ausgebaut habe. Das sind jetzt die Originaltüren, die also mit dem Fahrzeug mitgeliefert wurden, die ich dann nach 2,5 Jahren ausgebaut habe. Man sieht also hier, dass diese Frontseite total aufgequollen ist. Man sieht hier dieses Innenmaterial und auch hier oben den Spalt. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen hochdrehe, dann kann man auch erkennen, wie diese Quellung hier unten aussieht. Wie es eigentlich sein soll, das ist zwar auch bei dieser alten Tür hier, aber man sieht hier, dass das also hier wirklich geschlossen ist. Meine Vermutung war ganz einfach, dass hier eine Versiegelung vergessen wurde. Und ich bin deshalb hergegangen und habe dann bei diesen Türen, die ich bekommen habe, als neue Türen, bin ich hergegangen und habe die ganzen Unterkanten hier, gerade von der Außenseite und auch diese Hochzus, Seiten hier an diesem Umleimer oder wie man das auch immer bezeichnen will, nochmal mit einem Klarlack behandelt. Mit einem feinen Pinselchen bin ich also diese Kanten abgegangen, 3 oder gar 4 Mal, habe das immer trocknen lassen und bin nochmal drüber gegangen. Aber letztendlich ist es so, dass es nichts genützt hat und ich ein ähnliches Ergebnis bekommen habe wie hier. Dass es also wieder anfängt aufzuquellen. Der nächste Schritt ist also, die Türen jetzt auszubauen und ich habe mir eine Methode überlegt, wie man das reparieren kann oder sicherstellen kann, dass es nicht wieder aufgeht. Hier kann man übrigens sehr schön erkennen, wie weit das gehen kann. Man bleibt vielleicht an der Ecke auch mal hängen und dann zieht sich das ab. Aber die Maßnahme, die ich jetzt machen werde bei den Türen, die ich ausbaue, das habe ich hier einfach schon mal versucht. Ich werde hergehen und werde diese Kante mit einem Kaltleim, also mit einem Holzleim einstreichen, mit einem wasserfesten Holzleim und dann hier über die gesamte Seite eine Leiste drauflegen und das Ganze mit Schraubzwingen zusammenklemmen. Ich habe das hier mal versucht,
bei dieser alten Tür. Man sieht, das kommt also wieder ganz nett ran, aber man muss es dann versiegeln. Der nächste Schritt wird dann sein, über die Kante hin eine Folie zu kleben, eine Klarsichtfolie. Und zwar eine Folie, wie man sie auch bei Automobilen verwendet, kann man auch in dem Außenbereich verwenden. Ich hoffe, dass, wenn man diese Folie mal irgendwann abmachen will, dass man die dann abbekommt, ohne dass da entsprechend noch irgendwelche Kleberrückstände da drauf bleiben. Man sieht hier jetzt, wenn ich das drehe, so ist es kaum zu erkennen. Man kennt hier leicht die Kante. Wenn ich das drehe, dann spiegelt sich das etwas. Und das war natürlich nur ein Versuch. Ich werde das bei den Türen dann versuchen, noch ein bisschen ordentlicher zu machen. Obwohl, man sieht es kaum. Und es sieht auf jeden Fall besser aus, als würde dann da unten diese Sache wieder aufquellen. Ein Problem dabei ist, aber das ist eigentlich nicht so tragisch, unter der Tür muss ich die Folie dann einschneiden, weil hier, das ist ja ein größerer Weg und die Folie würde sich dann einfach nur verspannen und werfen. Ja, das sind also die Maßnahmen, die ich vorhabe. Und als nächstes, denke ich mal, fangen wir jetzt an. Ich gehe jetzt in das Fahrzeug rein, baue die alten Türen aus und dann kommen die nächsten Schritte. Die Türen auszubauen ist kein Problem. Das sind an jeder Tür, an jedem Türflügel nur 4 Schrauben und dann hat man die auch schon ausgebaut. Und die drehen wir jetzt mal raus und dann sollten wir das auch gleich in der Hand haben. So, das ist Nummer 1. In unserem Nachbargarten ist Ruhe eingekehrt, sodass ich jetzt mit etwas Verzögerung anfangen kann bzw. weitermachen kann. Ich gehe zunächst her, nehme den Kaltleim, das ist ein wasserfester Kaltleim, und schmiere hier vorsichtig etwas Leim auf die Kanten. Versuche das mit dem Daumen etwas einzuarbeiten. Jetzt habe ich natürlich einen Lappen vergessen, da muss ich ein Taschentuch tun. So, ich presse das also so gut es geht da rein. Und wische dann den überschüssigen Leim weg. So, hier unten auch. Ah, muss man noch ein Taschentuch nehmen. So ist das, wenn man nicht an alles denkt vorher. So, jetzt kommen die Leisten. Da gehe ich nicht direkt mit der Schraubzwinge drauf, damit sich die Kraft so ein bisschen verteilt. Ja, das war's. Das muss jetzt trocknen, fest werden und morgen geht's weiter.
Ja, jetzt die gleiche Aktion noch mit der zweiten Tür. Auch wieder den Leim auftragen. Dann werden wir morgen sehen, ob die Aktion erfolgreich war. Es ist ein neuer Tag und die Verbindungen sollten gut abgetrocknet sein und die Klebung einwandfrei halten. Aber bevor wir uns das jetzt gemeinsam ansehen, noch die Gelegenheit für euch, diesen Kanal zu abonnieren, und über ein Like freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Der erste Schritt ist natürlich jetzt, die Schraubzwingen abzumachen und hoffen, dass die kleinen Leistenstückchen, das sind ja eigentlich so Sperrholzstreifen, dass die nicht verklebt sind. Ja, dann schauen wir uns das mal jetzt im Detail an. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, dass ich den Neuzustand nicht wieder erreichen würde, war mir auch vollkommen klar, aber man sieht wunderschön den Unterschied hier, wo ich nichts verklebt und verpresst habe, zu hier drüben, wo dann doch das ein Stückchen wieder reingekommen ist. Wenn man das kippt, sieht man immer auch noch, dass das da unten aufgequollen ist. Ich weiß nicht, ob das hier in der Kamera erkennbar ist. Aber okay, es soll ja einfach nicht schlimmer werden. Schauen wir uns das bei dem anderen auch mal an. Da ist es so, dass es hier in dem Bereich nicht so gut gelungen ist. Aber hier ist es eigentlich ganz nett geworden hier. Aber wie gesagt, es sollte auch nicht, oder es war mir klar, dass der Neuzustand nicht mehr zu erreichen ist. Aber halt eben so ein bisschen zurückdrücken und im nächsten Schritt käme dann die Folie zu applizieren. Das hier ist die Folie. Die Folie, die ist 70 mm breit. Mir reichen aber 35 mm und ich habe die Folie schon mal mit einem scharfen Messer ringsrum angeritzt, damit ich die halbe Breite verwenden kann. Das sind jetzt noch 35 mm. Die Wandstärke hier ist ungefähr 15 bis 16 mm. Ich werde also hier eine Hilfslinie mir anzeichnen von ca. 20 mm, damit ich die Folie auch schön parallel aufbringen kann. Ein leichter Bleistiftstrich nur, den kann man nachher wieder wegradieren. So, man wird das wahrscheinlich kaum sehen in der Aufnahme, dass mache ich jetzt auch gleich bei dem anderen Teil noch. Da lasse ich dann ein klein wenig Abstand, damit ich den Strich nahe gut wegbekommen kann. Am besten mit einem Radiergummi. Ja, das war jetzt dieser Schritt erstmal. Fangen wir mal an, die Folie aufzukleben hier. Es ist im Moment etwas laut, in der Nachbarschaft werden Steine abgeladen.
So, das war das erste Teil. Und dann kommt das zweite Teil. So, das war's jetzt erstmal. Könnte ich auch gleich das wegradieren. So, dann ist der Strich auch schon gleich weg. Das hinterlässt auch keine Spuren. Als letzter Schritt kommt jetzt noch das Umlegen der Folie auf die Unterkante. Dazu schneiden wir schon mal gleich ein. So, das war das erste Teil und das zweite Teil werde ich jetzt ganz einfach ohne Kamera fertig machen. Dann müssen die Türen nur noch wieder eingebaut werden, wobei das eine bisschen knifflige Angelegenheit ist. Man muss diese Aussteller so etwas rausdrehen und dann passiert natürlich immer wieder, dass die zurückschnappen. So, das war die erste Tür. Beim Einbau der zweiten Tür lässt es jetzt sich nicht vermeiden, dass ich da teilweise ziemlich stark im Bild bin. Denn auch das ist wieder so ein bisschen tricky. Aber vielleicht geht es ja besser, als ich dachte. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, das war's. Die Aktion ist abgeschlossen. Ich denke mal, es sieht auch ganz ordentlich aus. Das Wichtigste ist aber, dass der Bereich geschützt ist und dass die Unterkanten der Türen nicht weiter aufquellen können. Insgesamt gesehen muss man also schon recht genau hingucken, wenn man das sehen will, dass da irgendwas gemacht wurde. Was kann man als Fazit festhalten? Die Aktion ist soweit gelungen. Ob sie eine dauerhafte Lösung sein wird und das Aufquellen der Türen verhindert, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen hier. Die beste Lösung ist natürlich, wenn der Hersteller hergeht und solche sensiblen Bereiche entsprechend auch versiegelt. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur Pech gehabt, dass die Originaltüren nicht ordnungsgemäß versiegelt waren und auch die Teile, die ich als Ersatzteil bekommen habe, ebenfalls nicht ordentlich versiegelt waren. Aber so richtig mag ich da nicht dran glauben. Vielleicht habt ihr Erfahrung dazu und könnt etwas in den Kommentaren hinterlassen.